Kopfhörer brauche ich eigentlich auch. Das heißt, ich kann das eigentlich austauschen. Habe ich Glas jetzt mitgenommen? Natürlich nicht. Ah, klasse. Naja. So, 1, 2, 3. Jetzt die Zweierschicht, ne? Ja, ich habe ja hochgebaut, bis ich... Wie hoch ich bis zur Viererschicht muss, dann ist ja alles voll konkret. Aber guck mal, wenn ich so von hier oben runter gucke, sieht es doch eigentlich auch ganz hoch aus. Der Turm, der Turm, der Turm. Ob der so richtig ist, man weiß es nicht. Ich glaube, wir bauen ihn einfach mal. Und auch wenn er am Ende... Wird schon wieder dunkel, wa? Und auch wenn er am Ende total scheiße aussieht... Mein Gott, dann bastle ich da einen großen Wollekranz drum und dann sieht das bunt aus und dann mag ich's. Dann ist alles gut. So, was sind das jetzt? Vier? Ja, eins... Ne, eins, zwei, drei, vier. Sieht nach vier aus, so. Ja, jetzt brauche ich natürlich... Oh, jetzt brauche ich Erde. Wieso habe ich denn das Schwert noch auf Platz 1? Das brauche ich doch gar nicht mehr. Weg. Weg. Und. Weg. Und. Weg. Passt irgendwie gerade auch so ein bisschen, ne? Weil wir bauen einen Turm, der für Magie gedacht ist. Wir haben mysteriöse Musik. Und einen Mondaufgang. Dum, 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 dum. So, 2, 3, 4. So, ich glaube, zwei Schritte kann ich bauen, ne? Genau, wieso habe ich das eigentlich die ganze Zeit schon gemacht? Ja. Bam, bam, da, 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 ba, ba, ba. So. Das hätten wir, dann brauche ich jetzt aber nur eine Spitze. Ba, 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 ba. Da. Dass das ja Viererspitze geworden ist, finde ich blöd. Eine Einerspitze hätte mir ehrlich gesagt besser gefallen. Was kann ich denn aus einer Viererspitze machen? Ich überlege das gerade. So, eins, zwei, drei, vier. Kann man eigentlich aus dieser Spitze überhaupt was machen? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte eigentlich... Aber ganz ehrlich, wenn jetzt hier so ein Klotz so hochguckt, sieht das doch richtig scheiße aus, oder? Ich glaube, ich reiß das lieber wieder ab. Mach ich lieber nur einen und dann ist gut. Oder ich mache da vielleicht doch Glas rein. Hier oben. Glas draufsetzen. Wäre eigentlich eine bessere Lösung, ne? Ich glaube schon. Wenn ich jetzt hier Glas drauf hätte, hätte ich ehrlich gesagt eine geile Sternenaussicht. Und aus irgendeiner Etage raus will ich auch noch so ein Observationsrohr basteln. Wahrscheinlich in die Richtung, weil der Mond da aufgeht. Also wäre das doch besser, da Glas hinzusetzen. Okay, machen wir dann noch. So. Jetzt muss ich erstmal hier. Hier müssen dann jetzt demnach die Treppen ran. So, so. So, so. So, so. Gut, und die... Nee, 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 die Slabs müssen jetzt hier hin. Gut. Aber weil das ja natürlich dann auch irgendwo ein bisschen abgeschlagen aussieht, muss ich das Ganze jetzt eigentlich noch eine Stufe weiter unten wiederholen, ne? Ich glaube... Ach, shit. Ich glaube schon. So. Wollen wir mal schauen. Haben wir das hier? So. Ach, verdammt. Ah. Beim Häuserbauen habe ich das auch schon gehasst, mit den ganzen Zeug hier umzugehen. So, dann kommt der hier ran. Und dann kommen da jetzt wieder ein paar Treppen rein. Die Treppen sind so verdammt ähnlich, das geht gar nicht. So. Oh, ich hab's geahnt. Ah, ich hab's geahnt. Leute, ich hasse das Treppenbauen. Hab ich euch das schon mal erzählt? Nein? Ja, ich wiederhole es gerne. Ah, naja, wenigstens kann ich hier aber laufen. So, von unten ist noch eigentlich leichter. So. So. Dann jetzt noch den da ran. Und dann zack, 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 zack. Und das war's dann. Ne? Ja, kommt hin. So, dann muss ich das Ganze jetzt hier natürlich auch nochmal machen. Das heißt, hier jetzt aber mit dem anderen Zeug. So. Du, du. Bam, 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 bam. Das klingt auch ein bisschen, ich weiß nicht, so... Metallisch, oder? Das klingt metallisch. Wie klingt Metall? Ja, doch, doch, geht eigentlich. Metall hat ja einen bestimmten Klang. Ich meine jetzt aber das Lied, das klingt irgendwie metallisch. Dam, dam, der metallische Sound. Ich bin ein Mettler. Nee,
Was? Du bist ein Mettler? Ich bin ein Mettler. Ich bin ein Mettbrötchen. So. Jetzt habe ich gerade alle Mettler dieser Welt, glaube ich, gegen mich aufgehetzt. Naja, mache ich öfters. Das ist ja auch blöd geworden, ne? Natürlich. Natürlich, 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 natürlich. So. Wo bin ich denn jetzt hier richtig? Da bin ich falsch. Ey, du bist falsch. Das ist ein halber, das heißt, hier muss die Treppe hin. Ui. Okay. Ist jetzt ein bisschen sehr weit unten, aber wenn es so ist, dann ist es so. 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 Ach, warte, ich kann den Slab eigentlich gleich ransetzen. So. Und dann so, so. Ich bin gerade etwas stiller, weil ich total konzentriert bin. Naja, so konzentriert, wie es bei mir eben geht. Einfach, weil ich das hier ehrlich gesagt nicht vergeigen möchte. Ich habe nämlich keinen Bock, das Ganze hier nochmal zu machen. Zum x-ten Mal. Nee, habe ich gar keine Lust. Ich hätte den Turm eigentlich auch in irgendeinen Berg reinbauen müssen, oder? Ich habe da so viele Berge, ich hätte den Turm bequem da hochbauen können. Ach ja, wie mir solche Dinge immer viel zu spät einfallen. Aber ich glaube, das hat Wert das gemacht. Ich glaube, Debito hat das auch in so einen Berg reingehauen. Nö. Nö. Ich mach's nicht in den Berg, ich mach's hier. Hat viel mehr Style. Sieht viel, viel besser aus. Nee. Nö. Heißt es, sonst heißt es ja gleich wieder, du machst dem und dem was nach, ey. Du hast voll keine eigenen Ideen, ey. Komm mal krass konkret klar mit deinem Leben, ey. Ne? Die Sprüche kenne ich auch alle. So. Verdammt, jetzt komme ich hier ran, ne? Wie hatte ich das denn hier geplant, wenn ich mal so fragen darf? Ja, klasse. Ich glaube, ich muss dann so einen Klotz da in die Ecken setzen, ne? Muss ich eigentlich machen. Aber wenn ich jetzt hier weitere Treppen anbringen muss... Och, wir machen einfach mal, gucken, wie es aussieht und dann schauen wir mal, wie ich das Problem löse. Also der Symmetrie wegen muss da jetzt eigentlich ein Platz hin. Glaube ich. Glaube ich, hoffe ich, bete ich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. 1, 2, 3. Nö, nicht out of traps. Och nein. Och nö. Jetzt bin ich echt out of traps. Also Treppen. Traps. Habe ich nicht noch Holz? Ja, 4 Stück. Die benutze ich jetzt auch ganz eiskalt. So. Schnappe ich mir hier meine mobile Werkbank. Die Werkbank des mobilen Mannes. Und bastel mir jetzt Cobblestone-Treppen. Ja, das waren Cobblestone-Treppen. So, so, so. Zack. So, so, so. Was weiß ich, so. So, und daraus kriege ich nichts mehr hin. So, kann ich hier noch dahin splitten. So. Nehmen wir die schon wieder mit. Kein Problem. So, bitte, Dankeschön. Und dann weiter. Wow. Halte ich bloß fest um. Ah, Hilfe. So. Treppe ran und dann muss jetzt hier wieder ein Klotz hin. Und dann muss wieder eine Treppe ran. Und dann war ich hier noch nicht fertig. Na toll. Super Sache, toll. Nee, da muss jetzt so einer hin, ne? Hatte ich das so gesagt? Ich glaube, ich hatte das so gesagt. Ich bin der Meinung, ich habe das so gemacht. Genau, hatte ich auch. Ich hatte nämlich so... Hatte ich das so, richtig. Dann ging es hier munter, munter weiter, richtig. Haha. So, dann bringe ich mal eben schnell die Treppen hier alle noch an. So, so. Und so. Und dann zack. Zack, 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 zack. Und dann dahin, dahin. Ich red gerade so gut wie gar nicht, habe ich das Gefühl. Ein Schweigen des LP, eigentlich das, was ich so gar nicht ab ausstehen kann. Und jetzt muss ich das tun. Gott, verzeih mir. Leute, verzeiht mir. Aber ich will hier was Gescheites hinkriegen. Hust, hust. Aber da unten ist irgendwo Lava. Jedes Mal, wenn die Welt ein bisschen braucht zum Laden, sehe ich da orange. Nee, ich sehe nicht rot, ich sehe orange. Bah. So. Die lustige, lustige, fetzige Baumusik spielt im Hintergrund. Na toll. Das müsste so eine... Weiß ich, so eine Zeitmusik spielen, sowas wie da, 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 wo man nur auf meinen Absturz wartet, oder? Das wäre doch gerade so das Ideale. Mal ernsthaft, das ist doch das, was ihr euch alle gerade wünscht. Ich kenne euch doch. Hör auf, es zu leugnen, ich weiß ganz genau, dass es so ist. So. Oh, wei. Da, da, bam. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir.
Jetzt noch den dahin. Da muss dahin. Das dahin gehen. Haben wir das jetzt hier? Ich hoffe es. Es scheint so zu sein. Die Etage habe ich auch fertig gemacht. Das heißt, ich muss jetzt einen runter. Ich habe gesagt ein. Och Mann. 1, 2, 3. Voll öde. So. Und dann mache ich den später weg. Jetzt muss ich eigentlich hier machen. Hier die Treppchen setzen, ne? Damit ich dann da oben... Warte, war ich da oben eigentlich schon mit Treppen? Ja, da war ich schon. Okay. Bam, bam, badam, bam. So, dann brauche ich jetzt hier die Dinger und da, dahin, 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 dahin. Ganz ehrlich, ich baue hier jetzt so lange an diesem blöden Turm und dann sagt mir einer noch, oder dann sagt ihr mir noch, ich soll doch mal Fachwerkhäuser bauen. Rechnen wir mal hoch. Für den Turm, alleine hier fürs Treppenbasteln und so werde ich eine ganz lange Zeit brauchen. Wie lange werde ich dann für ein Fachwerkhaus brauchen? Ein paar hundert Folgen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, machen wir aber noch. Keine Bangs. Keine Bange. Wenn ihr euch das gewünscht habt, und ihr habt euch das gewünscht, das nehme ich jetzt als offiziellen Wunsch. Wenn es nicht so ist, selber schuld. dann machen wir das auch. So, den hätte ich aber gerne weg hier. Ja, natürlich ist er weg. So. Na, komm. So, Musik höre ich jetzt eigentlich gerade. Irgendwas Komisches. Was ist denn das? Das ist... Ach, aus irgendeinem Anime-Film. Ah, ja. Ach, Anime sind auch so ganz, ganz toll. Man kann ja mehr oder weniger sagen, kann man das sagen? Weiß ich nicht, jetzt ist die Erde weg oder? Na super. Anime-Szene. Wer von euch ist denn eigentlich ganz groß in der Anime-Szene? Sprich, ja doch, eigentlich doch, kann man sagen, ganz groß in der Anime-Szene. Ich weiß, dass die Hani da unglaublich groß drin ist, weil die auch sehr viel zeichnen und alles. Ich meine, viele haben ja auch zeichnen gelernt, gerade wegen den Animes oder Mangas, die sie gerne gucken oder haben wollten. Habe ich mir sagen lassen. Vielleicht macht das jemand von euch ja auch. Zeichnet jemand von euch seine eigenen Comics oder vielleicht eben auch seine eigenen Mangas? Ist doch ganz, ganz interessant, finde ich jedenfalls. Denn, nee, habe ich jetzt keine Treppen mehr. Schon wieder nicht. Na dann, mobile Werkstatt, komm mal ran hier. Denn, wenn ich mal ehrlich sagen darf, in der Anime-Szene, auskennen tue ich mich da so gar nicht, aber ich schaue da immer mal wieder gerne rein. Weil ich finde ehrlich gesagt auch Animes sind super, super toll. Ich gucke auch einige und habe auch einige geguckt. Jetzt fragt mich nicht, welche, wie die alle heißen, das weiß ich nicht. Mein Lieblings, ich nenne es jetzt bewusst Pseudo-Anime, ist ja, das lief immer auf Nick, wie hieß denn das? Avatar, der Herr der Elemente, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch auch kennt oder guckt. Habe ich geliebt, habe ich, nein, och Mann, nicht schon wieder. Habe ich wirklich geliebt und vergöttert. Also das war wirklich einer der ersten, ja eigentlich die erste Serie, die mich in diese Richtung Zeichentrick gebracht hat. Ich nenne es mal so. Und, doch, also fand ich schon sehr, sehr schön. Ich habe auch wirklich sehr mitgefiebert in dieser Serie. Und ich weiß, es ist ja eigentlich kein richtiges Anime. Genau, es ist eigentlich kein richtiges Anime. Und trotz allem finde ich aber, es hätte es verdient, ein Anime zu werden. Denn kann man eigentlich ein Anime werden, wenn ich jetzt so blöd frage? Ich glaube nicht, ne? Na egal. Jedenfalls habe ich es geliebt und es ist wirklich so gerade die... Habe ich jetzt davon etwa auch keine Treppen mehr? Oh, Leute. Ist so gerade die oder das... Die Serie, die mich in diese Richtung geschubst hat. Was kenne ich denn noch? One Piece, One Pies kenne ich. Was kenne ich noch? Bleach kenne ich auch durch einen Kumpel. Was kenne ich noch? Gott. Ganz, ganz viel Japanisch, was ich alles nicht aussprechen kann. Konuchi, Mihachi und Komishum und Konnichiwa. Nee, so ein paar, japanische Animes habe ich auch geguckt, mit Untertiteln, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, auch alles ganz, ganz asiatisch. Nee, ganz exotisch. Aber fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Also, ich finde die Richtung... für mich ist das ehrlich gesagt eine ganz, ganz tolle Sache. Animes im Allgemeinen, finde ich, sind eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Und mal sehen, vielleicht tauche ich ja mal öfters ein. Aber zeichnen kann ich definitiv nicht. Obwohl, Hani hat mir irgendwann mal gesagt, das ist Übungssache. Wann habe ich das? Irgendwann habe ich ihr mal gesagt, ich kann eh nicht zeichnen. Dann meinte sie, ach, das muss ja gar nicht sein, das ist reine Übungssache. Ist das jetzt Mist erzähle? Ich glaube, das war so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ganz ehrlich, wenn ich anfangen würde, Animes zeichnen zu üben oder zu lernen, ich weiß gar nicht. Theoretisch könnte ich das ja mal machen, praktisch weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Das ist ja auch immer so eine Sache von Zeiten hier und da. Aber man kann ja mal schauen, man kann es ja mal ausprobieren.
Ihr könnt mir übrigens auch ganz gerne, wenn ihr irgendwie zeichnerisch oder künstlerisch begabt seid und ihr dann irgendwas zeichnet, zum